Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, in der letzten Folge haben wir ja unsere ersten Zeppelins schon erhalten für Gravel und Sand. Und ich habe die Gravel aber im Bonsai-Baum-Ding angebaut, um zu gucken, was wir da rauskriegen. Vor allem, die wachsen ja auch dauerhaft weiter nach. Kriegen wir da draußen jetzt auch mehr Zeppelins rein, theoretisch. Also ich habe zwei Gravel-Ackern und Gravel-Leaves. Das war jetzt nicht die beste Ausbeute, wie es ausschaut. Aber ich denke, wenn du das halt wirklich mit einem Hopper auch alles kombinieren kannst am Ende, kommen da schon geile Sachen raus. Und es wächst halt auch extrem flott. Wenn du das anschaust, das ist echt Sekunden. Und vor allem, es ist konstant. Das muss man jetzt dazu sagen. Der hier wächst ja irgendwie gerade nicht. Der hat irgendwie gerade so einen schlechten Tag. Denn die da ganz gemütlich wachsen. Schau mal hier. Zack. Oh, okay, jetzt ist er gewachsen. Bisschen unerwartet, aber gar nicht schlecht. Natürlich kommt jetzt hier auch eine höhere Zahl raus. Das ist irgendwie zu erwarten. Doch, so viel eigentlich. Weil immerhin ist der ja ausgewachsen. Und den kann ich rein theoretisch essen? Ah ja, guck an. Den kann man essen. Ich habe hier noch so zwei Clay. Hier sehen wir mal. Okay, einer hat gerne. Die sind auch schon wieder gewachsen. Den Mini-Bäumchen. So, der sollte sich jetzt dann mal zerteilen langsam. Und dann sollten wir hoffen, dass wir daraus auch Gravel kriegen. Also halt ja, Sandbäumchen, das meinte ich. Sandbäumchen ist da. Perfekt. So, die anderen wachsen auch oder machen auch ihren Job sozusagen gerade. Also Purified Saplings. Lolali. Schauen wir jetzt mal in die Achievements rein. Dafür ist das Buch natürlich praktisch. Während der Zeit wächst hier nichts, ne? Also für soll ich den brennen? Bone Sapling soll ich noch machen. Schauen wir uns mal an, was ein Bone Sapling benötigt. Bone Sapling. Der will Bone Meal für einen Purified Sapling rum. Also dafür bräuchte ich erstmal die Möglichkeit, sowas zu machen. Bone Anchors. Die kann ich auch nicht so kriegen, wie es ausschaut, sondern die muss ich halt wirklich als Gravel kriegen. Aha. Eine Bottle und ein bisschen Bone Meal machen Gravel. Oh. Die sind ja pumpvoll mit. Ah, das ist sogar Boiling Water jetzt. Der hat zwei Bottles. Bedeutet, wenn ich jetzt hier Gravel draus mache, sollte ich danach Bone Meal kriegen, oder wie? Gravel, genau. Und wenn ich jetzt hier hingehe, zum Beispiel zu dem unteren, habe ich erstmal nervige Kollegen, aber ja, ich krieg hier geil. Cool. Das ist cool, ich habe immer noch ganz eigentlich ordentlich Gravel. Ich muss aber auch irgendwie heute Haare drehen, da kommt nichts raus. Also ich prefere mittlerweile die kleinen Bonsai-Trees. Die sind praktisch. Da kann ich relativ schnell auch was draus machen, wenn ich jetzt auf Gravel gehe. Dann gehe ich einfach hier hin, dann gehe ich hier hin, mach einen anderen Klick drauf, zack. Verdammt, komm schon. Eine Bottle habe ich noch, da habe ich jetzt hier 6 Stück. Dann kann ich gleich sogar schon einen Bone Tree machen. Kann ich eigentlich noch Clay herstellen? Oder wie viel Clay habe ich noch? Clay habe ich noch. Ich will mehr Clay. Muss ich nur den Clayborn finden, dann kann ich nicht hier schon wieder zack machen. Ah ne, warte, das war falsch. Das war der falsche Baum jetzt, fuck. Wenn ich die jetzt umwandle. Ich stehe auf die Bonsai-Bäume, die gehen flott und gut. Und die sparen vor allem Platz, das will ich jetzt mal ausprobieren, wie gut das ist. Dann mache ich mir hier irgendwo noch einen Weg hin und da tue ich die ganzen Bonsai-Bäume drauf platzieren.
weil wir die nachher umwandeln können, rein theoretisch in welche mit Ablauf und allem. Oh, das wäre ja mega geil. Das ist ja richtig Luxus dann. Dann macht man vier in so einem Kreis und in der Mitte eine Kiste. Wow, ich habe eine. Also die Ausbeute an Buchenstückchen ist ein bisschen makaber. Muss man ja echt sagen, ne? Jetzt komm. Perfekt und schon wieder. Oh, so schön. Jetzt kann ich wieder hingehen. Nehme mein Gravel-Ding. Zack. Ah ne, fehlt. Okay, jetzt fehlt mir ein Resin. Aber das ist okay. Das ist okay. Ich habe so viel Zeug mittlerweile wieder. Und dann habe ich hier noch die für Kotten. Den Kotten. Gedöns. Da kriege ich den Tin. Aber ich brauche im Grunde Kohle. Und aus Kohle mache ich dann Ironbäume. Da kriege ich Electric und Diamanten dann überall draus. Aber mich würde erstmal Eisen interessieren, weil mit Eisen kann ich die ersten Sachen anfangen. Cobble, Cobble. Craft or create a Cobble Generator and fill all slots of a vanilla chest. Okay, ja, das wollt ihr. Craft a Cobble Mud Bucket. So ein Mud Bucket. Which you can feed to a pig to transform it into a resource hog. What the fuck? Okay, what? Okay, what? Nein, nicht du. What? Nein! Das war doch nicht mehr mein Plan, was willst du von mir? Das ist doch gar nicht mein Plan gewesen. Das ist doch uncool. So und so. Zack. Dankeschön. Damit kann ich jetzt beim Crafting-Ding hier mit dem Pertified einen Bone Tree herstellen. Wenn der mal wächst, bin ich gespannt, was ich da rauskrieg. Knochenpulver, oder? Das wäre geil. Ein bisschen Knochenpulver wäre schon was Feines. Alter, die fliegen, die gehen mir so auf den Senkel teilweise. Hallo Baum. Das Tolle ist jetzt, wenn die Achse zum Beispiel kaputt geht. Ich krieg dasselbe Zeug. Das ist so, so dumm. Wo ist ein Sand Sapling? Wo ist denn jetzt hier? Ist da nicht gerade ein Bone Sapling gefallen? Ich dachte, ich hätte einen Bone Sapling fallen sehen. Okay, lol. Wir tun mal schnell die Axt auffüllen. Damit die wieder full life ist. Und die Spitzhacke kriegt einfach auch, weil wir die Möglichkeit haben, gerade. Ein volles Lift-Up. So, okay. Bonsai-Bäume sind auch schon wieder gewachsen. Das ist echt praktisch. Hätte ich tatsächlich sogar einen Gravel-Sapling noch bekommen. Was will man denn mehr? Wahrscheinlich habe ich einen Bonsai-Sapling bekommen. Schau mal, vielleicht kriege ich sogar einen zweiten raus. Das wäre natürlich cool. Fliege, geh weg, komm. Die Flieger hat es vorhin sogar so geschafft zu landen. Das glaubt mir kein Schwein. Das ist wirklich extrem laut. Oh, ich habe genau das wollte ich. Genau das wollte ich. Yes. So. Ich habe nicht mal genug Dirt dafür jetzt. Ich tue jetzt hier nochmal ein Bone Sapling hin. Ein Sand Sapling habe ich auch. Perfekt. Kann ich noch? Habe ich noch genug dafür? Jetzt yes, drei Stück. Ich tue noch einen Gravel Sapling hin und hier tue ich einen Dirt Sapling hin. Ja, mega cool. Geil. Finde ich gerade echt toll. Ich habe meine kleine Farm.
Und die ist echt mini. Das ist, ich finde das einfach geil. Ich finde das echt geil. Klar, da kommt jetzt nicht so viel raus wie bei anderen Sachen, aber hey, immerhin kommt etwas raus. Was kann ich eigentlich aus den, wenn ich jetzt Bone Resin habe? Bone Resin habe ich hier zum Beispiel und ein paar, zwar nicht so viele Bone Anchors, aber ich habe welche. Was kann ich da draus machen? Also muss man dann hier irgendwo auch einen Arbeitsplatz rausholen, damit ich mal das ganze Zeug abbauen kann. Das jetzt kann jetzt zum Beispiel jetzt alles weg. Weil, trocknen tun wir in Wirklichkeit dann nicht mehr wirklich was. Von daher kann das weg. Dann kann ich nicht hier noch ein paar platzieren. Dich baue ich auch ab. Und setz dich jetzt mal hier hin. Dich bewege ich auch mal aus dem Weg. Setz dich auch hier hin. Dann haben wir das alles am Eingang mal setzen. So, jetzt können wir hier klack, klack, klack. Klack, klack, klack. So wollen wir das. Das ist so cool. Ich weiß noch nicht, was ich mit den Leaves anfangen soll. Aber von denen habe ich jetzt auch bald massenweise was. Also ich kann nicht rein theoretisch platzieren, und dann mit diesem... Kann ich das einfach so machen? Ja. Also, es wechselt so schön. Schaut euch das an. Klack, zum wieder fertig. Nächste Runde. So, okay, dann können wir jetzt mal nochmal in das Achievement-Ding reinschauen. Für eine... Okay, als nächstes war der Kohle-Ding hier dran. Der Kohle-Sapling. Den muss ich irgendwie so machen. Ich habe noch keinen Plan, wie. Asche, ein Sand-Sapling? Aha. Bedeutet, ich brauche einen Sand-Sapling. Habe ich keinen Sandbaum hier irgendwo? Doch, hier. Denk mir schon, ich hatte doch noch einen. Wachse. Wachse. Jetzt wachst doch endlich. Danke. Ich brauche einen Sapling von dir. Am besten zwei, damit ich dich nochmal platzieren kann. Es ist so cool. Es funktioniert so simpel. Sogar zwei Bonus-Saplings habe ich noch. Da oben habe ich noch drei Wasser drin. Hier habe ich kein Wasser mehr drin. Aber hey, ist ja eigentlich wurscht, weil ich weiß, wie ich es mache. So simpel. Kann ich eigentlich, habe ich irgendwelche, wie ich wirklich viel habe? Gravel habe ich mittlerweile ganz schön ordentlich. Weil das ist mir rente. Ich wollte echt nochmal probieren, was ich mit dem Saft machen kann. Damit. Da haben wir schon mal den ersten. Ich brauche aber zwei. Einen muss ich hier mindestens erhalten. Hier noch. Die Menge muss ja trotzdem wachsen, ne? Das ist jetzt hier nicht Kinderklabin, das ist ja richtige Arbeit hier. So. Oh, nochmal drei. Ah, das ist so geil. Ich finde die super. Ich finde die echt einfach toll. Ich bin dafür, dass hier nochmal ein Dirt hinkommt. Ey, das ist ja das Bonsai-Paradies. Schaut dir das an. Bonsai-Paradies. Einzig allein und nicht anders. Wunder, wunderschön. Was ist da drin? Da ist ein Bone Sapling drin. Da ist ein Sand Sapling drin. Bone Sapling habe ich rein. Da kann ich wieder einen Dirtbaum bauen. Kann ich, geil. Und hier tue ich jetzt einfach nochmal einen Baum rein. Es ist zu simpel. Ist einfach viel zu simpel. Schaut euch jetzt an. Mir kann doch keiner erzählen, dass es einfach legit ist. Das kann mir doch kein Schwein erzählen. Ich habe noch einen Gravel-Sapling jetzt gerade erhalten. Cool.
Aber bloß noch mal Erde. Und Erde, glaube ich, habe ich nicht mehr genug, ne? Ne, da fehlt mir noch eine Anchor. Aber jetzt sind die gleich wieder gewachsen. Dann kriege ich auch. Da ist meine Sandzeppling, den ich brauche. Dankeschön. Dich fackeln wir jetzt hier ab. Am liebsten hätte ich ihn ja eh hier platziert, aber was willst du machen, ne? Jetzt kann ich auch noch eine. Yes! Noch eine Erde platzieren. Kommt die Erde hier rein und dann können wir hier noch einen Gravel Sapling platzieren. Oh, schön! Ist das geil! Schaut euch das an, wie viele schöne Bäume und so viele! Es ist so simpel. Oh, jetzt ist schon mal. Schau, jetzt ist einer der Großen gewachsen. Nach Ewigkeiten hat sich einer der Großen auch mal wieder rausgewagt. Also jetzt brauche ich hier natürlich einen Petrified Baum. Jetzt bräuchte ich einen Platz, bitte, für. Was war's, dich zu mal. Du hast deinen Dienst schon verrichtet. Jetzt will ich hier einen Kohlebaum drin haben. Aber ich habe zu viele davon. Jetzt kommt ein schwarzer Baum raus. Ja, nice. Wie geil ist das denn? Alter, ich feiere das gerade so. Das ist ja. Das ist einfach geil. Ich hatte fast keinen Platz mehr im Inventar und es wird immer mehr Holz auch. Aber oh, ist das cool. Schauen wir, wie Holz wir mittlerweile haben. Das kann ja kein Mensch sich mehr ausdenken. Sind jetzt hier drei breit. Wenn ich nochmal drei breit gehe und dann nochmal. Eins, zwei, drei. Jetzt kann ich natürlich verziert. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Passt, okay. Ich mache jetzt erstmal die Breite. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. Relativ simpel, aber doch effektiv. Steht dann schon der erste Vorbereich unseres Hütchens. Cool. Hier werden wir dann in Zukunft wohnen, während um uns herum überall langsam und stetig die neue Wohnfläche oder das neue Gebiet entsteht. Aber Leute, ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt und schreibt mir in die Kommentare, was unbedingt auch noch hier in unsere kleine Bonsai-Farm rein muss. Also, bis dann. Ciao.